Brutus! Brutus? Brutus! Komm! Komm! Komm her! Komm! Hier! Komm mal! Bitte! Ging es uns nicht schon allen so wie diese Person gerade eben? Darum will ich dir in diesem Video erklären, worin der große Unterschied liegt, wenn du deinen Hund mit dem Namen rufst oder den Kommbefehl nutzt. Oder gibt es da vielleicht gar keinen Unterschied? In diesem Video erkläre ich dir, wann du diesen Befehl nutzt, wie du diesen Befehl nutzt und welche Befehle du am besten in welcher Situation verwendest. Ich bin Dogma und herzlich willkommen zurück bei Dogma TV. Geht los! Go! Dogma TV! Wow! Herzlich willkommen zurück zu diesem wunderschönen neuen Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Das Erste, was du deinem Hund beibringst, ist wohl die Reaktion auf seinen Namen, oder? Du kommst nach Hause, du rufst den Namen deines Hundes und er kommt die Welt an und freut sich. Das wünscht man sich doch und so soll es ja auch sein. Jede Hundeschule, jeder Hundetrainer, schreibt es in den Kommentaren, wenn es bei dir vielleicht anders war, beginnt damit, dem Hund seinen Namen beizubringen. Oder in dem Fall dir zu erklären, wie du deinem Hund seinen Namen beibringen kannst. Dazu habe ich natürlich auch schon ein schönes Video aufgenommen. Das kannst du dir gerne anschauen. Aber erstmal geht's weiter. Also falls du das Video noch nicht kennst, schnell mal runtergebrochen. Und zwar geht's darum, dass du den Namen natürlich positiv verknüpfst und dass dein Hund gerne seinen Namen hört, dass es ein tolles Geräusch für ihn ist, dass du seine Aufmerksamkeit dadurch belohnst. Du kannst diese Aufmerksamkeit mit Futter belohnen, du kannst diese Aufmerksamkeit mit Spielzeug belohnen oder einfach mit deiner Aufmerksamkeit. Hört der Hund seinen Namen, ist das eine tolle Geschichte. Er soll sich zu dir umdrehen, er soll sich freuen. Du musst es positiv verknüpfen. Das Video schau dir dazu gerne an. Aber erst hier weiter zuhören, denn da gibt es natürlich auch eine Kehrseite der Medaille. Und zwar, das ist dir vielleicht auch schon im Alltag aufgefallen. Am Anfang konditionierst du diesen Namen, ja, ganz bewusst. Du rufst den Namen deines Welpen, der Welpe dreht sich um und er bekommt eine Bestätigung. Und irgendwann schleicht es sich so ein, dass du den Namen permanent wiederholst. Ja, der Hund buddelt und du sagst meinetwegen, ich nehme jetzt mal Theo, mein Jüngsten, der buddelt natürlich auch gerne und dann ist es Theo, Theo, nein, Theo, hör doch mal jetzt auf, Theo, Theo, Theo. So, und das kennst du vielleicht auch bei dir und das musst du möglichst vermeiden, weil so einen Namen kann man auch überbeanspruchen. Jetzt hörst du schon tappeln und wer kommt da angestiefelt? Natürlich der Theo. Ja, da ist er schon. Ja, ich meinte dich gar nicht. Aber fein. Also die positive Bestätigung, du siehst, er kommt an, er denkt, was willst du denn jetzt nun? Und ich freue mich, wenn du mich rufst und ich verkrieche mich nicht ins letzte Eck, sondern es funktioniert noch, weil ich halt den Namen nicht überbeanspruche, weil ich halt weiß, dass man das nicht machen soll. Deshalb sage ich es dir, also wenn du deinen Hund rufst, dann mein es bitte ehrlich, ruf ihn einmal, ruf ihn laut und deutlich, klar und deutlich, ganz nett und dann kommt er auch. Und jetzt kannst du auch wieder gehen. Bist fertig. Jo. Gute Nacht. Also achte da wirklich drauf. Umso öfter du den Namen deines Hundes benutzt, umso mehr flacht sich dieser Laut für deinen Hund ab, weil er wird halt nicht mehr positiv konditioniert. Du redest und redest und redest und redest und der Name deines Hundes ist irgendwann nur noch ein Laut, auf den dein Hund nicht mehr reagiert. Und das wäre ja sehr schade. Wenn du jetzt einen Hund hast und nicht so wie ich in einer Mehrhundehaltung lebst, dann ist es total überflüssig, zu deinem Hund zu sagen, ich sag jetzt nicht mal den Namen meines Hundes, ich sag jetzt mal Bello. Ja, ist besser, sonst kommen die hier immer alle angelatscht. Du musst nicht sagen Bello Sitz, Bello Platz, Bello Fuß. Das kannst du dir wirklich sparen in einer Einzelhundehaltung. Wenn du einen Hund hast, dann sag einfach Sitz, Platz, Peng, Rolle, was auch immer du möchtest, wenn dein Hund mit dir in Kontakt, im Blickkontakt steht. Ansonsten, den Namen musst du nicht unbedingt davor setzen, weil er dich sonst abflacht. In einer Mehrhundehaltung ist das anders. Sitzen drei Hunde nebeneinander, wie bei uns zum Beispiel, ja, als Beispiel, und du willst, dass sich ein Hund hinsetzt, dann musst du natürlich den Namen da vorne ransetzen. Rocky, Platz. Silva, Platz. In einer Einzelhundehaltung, lass es einfach weg. Nun, was ist jetzt der Sinn, den Namen deines Hundes zu rufen? Was willst du eigentlich?
Es bedeutet ja nicht unbedingt, dass dein Hund zu dir kommen muss. Du hast ja den Befehl komm oder hier oder was auch immer du benutzt, nicht genannt. Du hast lediglich den Namen deines Hundes benutzt. Und wenn du diesen Namen sagst oder rufst, dann soll es so sein, dass sich dein Hund zu dir umdreht. Er muss nicht unbedingt kommen, aber er soll aufmerksam sein. Er soll mit dir in Verbindung stehen. Du rufst den Namen und er soll sich umdrehen und fragen, ja, bitte, kann ich dir helfen? Was soll ich für dich tun? So wünschen wir uns es und so soll es letztendlich ja auch sein. Denn danach kommt der Befehl. Der Hund dreht sich zu dir um, weil du den Namen gerufen hast. Und dann kannst du sagen, jetzt. Dann kannst du sagen, hier. Dann kannst du sagen, jetzt gehen wir weiter. Es gibt dazu natürlich so leichte Übungen und alles, was du machen musst, ist, nimm einfach die Frühstückration, setz dich irgendwo hin. Du kannst dich in deine Küche setzen, du kannst dich ins Wohnzimmer setzen, im Garten, du kannst dich raussetzen. Und dann nenne den Namen deines Hundes. Schau dich dein Hund an, Futter rein. Schau dich dein Hund an, Futter rein. Futter rein, Futter rein, Futter rein. Das mach immer wieder zwischendurch. Man hat ja meistens ein bisschen Futter in der Tasche. Und wenn du denkst, ach Mensch, da sind ja noch 10 Krümelchen übrig, was mache ich denn da jetzt noch? Bin ja fertig mit meinem Spaziergang. Wieder den Namen konditionieren. Immer den Namen konditionieren. Positiv konditionieren, damit sich dein Hund immer zu dir umdreht, wenn du seinen Namen rufst. Ganz wichtig. Das sind so kleine Übungen, das kannst du immer machen, immer zwischendurch machen und das mach auch, weil sich das in jedem Fall in alle Richtungen positiv auswirkt. Es bedeutet, dein Hund ist kurz davor in die Leine zu rennen. Du nennst seinen Namen, er dreht sich zu dir um, du holst ihn ran. Du willst Fremdhundebegegnungen ausweichen oder du merkst, dein Hund fixiert gerade vielleicht einen Fremdhund. Du rufst den Namen deines Hundes, du holst ihn ran. Du rufst den Namen, er dreht sich um, er bekommt eine Belohnung. Du rufst den Namen, er dreht sich um, er bekommt eine Belohnung. Es zieht sich wirklich durchs ganze Hundeleben. Und durch diese kleinen Übungen, ja, die ich dir schon in anderen Videos immer gerne an die Hand gebe, durch diese kleine Übung wird dein Hundetraining extrem viel erfolgreicher. Probier es doch einfach mal aus. Es ist ganz einfach. Und wenn das jetzt schon so super klappt mit dem Namen, weil du rufst den Namen deines Hundes, er dreht sich um, du stopfst ihm Futter rein, ja, dann kommt ja die Verknüpfung mit dem Futter. Und da setzt einfach an, um seine Wartezeit so ein bisschen auszudehnen. Praktisch, ja, damit er nicht gleich sofort dieses Futterstück erwartet, sondern damit er lernt, abzuwarten. Abwarten lernen ist in der Hundeerziehung auch das Nonplusultra. Sprich, du sprichst deinen Hund mit dem Namen an. Er kriegt jetzt nicht sofort die Belohnung, wenn er sich umdreht, sondern du wartest eine Sekunde. 21 Futter rein. 21 Futter rein. Und das dehnst du aus. 21, 22 Futter rein. Und irgendwann rufst du deinen Hund bei Ablenkung. Dann kriegt er natürlich wieder sofort Futter. Und dann genau das gleiche wieder. Du kullerst den Spielzeug von ihm meinetwegen nach vorne. Er guckt natürlich dem Spielzeug hinterher. Du rufst ihn an, er dreht sich um. Super, Futter rein. Und das mach einfach jeden Tag. Mach das jeden Tag 5-mal. Das reicht total. Und du wirst dadurch viel, viel mehr Erfolge in allen Bereichen erlangen. Du wirst einfach einen schönen, ansprechbaren Hund dadurch haben. Wenn jetzt dein Hund noch sehr klein sein sollte und du hast dieses Rückrufkommando noch gar nicht so geübt oder du hast einen Junghund oder du hast einen, der diesen Rückruf einfach noch nicht so richtig gut beherrscht, dann schnapp dir noch deinen Partner, dann hast du vielleicht einen Garten oder es gibt eine Wiese, Schleppleine ran, ja, 10 Meter Radius, du setzt deinen Partner 10 Meter weiter weg, die Leine ist auch 10 Meter lang und dann ruft ihr euren Hund hin und her. Du hast Futter in der Hand, dein Partner hat Futter in der Hand und du rufst deinen Namen mit dem Kommando hier, dein Hund kommt zu dir, bekommt eine Belohnung, du drehst den Hund um, dass er schon in die Richtung deines Partners guckt und dann ruft der Partner, wenn er denkt, jetzt ist eine gute Möglichkeit, jetzt wird er auch hören. Und dann bekommt er da auch wieder die Belohnung. Und das könnt ihr hin und her machen, solange wie ihr wollt. Das Wetter wird dann natürlich auch immer schöner, da macht es dann mehr Spaß. Nimm den kleinen Klappstuhl mit wegen der Zecken oder ein großes Handtuch, wo ihr euch dann draufsetzen könnt. Und dann hin und her und das machst du 10 Minuten und dann hast du danach auch schon ganz leicht einen ansprechbareren Hund. Aber was ist jetzt nun der große Unterschied zwischen dem Kommbefehl und wenn du deinen Hund mit dem Namen rufst? Der Unterschied ist, dass beim Namen der Hund sich umdreht
und nicht unbedingt gleich wie eine Rakete auf dich zuschießen muss. Er soll aufmerksam sein und dich anschauen und auf seinen Befehl warten. Wenn du sagst, komm oder hier, dann hat der Hund sich auf seinem Hacken umzudrehen, ja, und hat wie ein Torpedo zu dir zurückzulaufen. Das bedeutet, das ist ein Abbruchsignal. Das heißt, wenn da jetzt ein Hase kommt, wenn da eine Katze kommt, ein Fremdhund kommt, vielleicht ist dein Hund nicht an der Leine, ein Eichhörnchen, was auch immer, dann ist dieses Signal ein Notfallsignal. Deswegen wird dieses Signal, dieses Hier- und Komm-Signal, ganz anders aufgebaut als der Name. Wenn dein Hund seinen Namen beherrscht, dann würde er schon automatisch auf dich zugetappelt kommen. Das machen viele. Viele drehen sich nicht nur um und fragen, was? Ich habe zwar so ein Exemplar, Rocky, den kennst du vielleicht schon. Der guckt sich erstmal um und sagt, warum? Ja. Und wenn ich die Namen der anderen zwei Pappenheimer nenne, dann kommen die schon von allein an. Ist aber halt nicht unbedingt nötig. Wenn ich aber hier rufe, und in meinem Fall ist es dreimal hier, weil einsilbig ist Stoppkommando, mehrsilbig ist eine Bewegung. Ja? Also kannst du dir vielleicht mal merken, wie du, wenn du jetzt wirklich deine Kommandos neu aufbaust, ist ein hier wesentlich effektiver, den Hund zu dir zurück, schnell zurückzuholen, als ein einfaches hier. Ja, das ist wie Stopp. Der Hund bleibt stehen. Super. Hier ist blöd. Das ist außer, also kannst du machen, wie du willst. Letztendlich funktioniert alles irgendwie, aber man kann es ja auch sich einfacher machen. Deswegen benutzt mehrere Silben in der Bewegung. Zum Beispiel im Flughundesport, mein Silber, ja, da ist ja auch nicht mein Startwort Go, sondern Go, Go, Go. Und umso mehr Go, 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 umso schneller wird der Hund. Ja, nur mal so nebenbei. Wie trainiert man denn jetzt nur das Kommando, komm, dass dein Hündchen wirklich auf sein Pfötchen umdreht und sofort zu dir reflexartig zurückkommt? Nun, du musst dafür sorgen, dass dein Hund bei diesem Aufbau keine andere Möglichkeit hat, als zu dir zu kommen. Sprich, du sicherst den immer mit einer Schleppleine ab oder mit einer Leine. So, du rufst diesen Befehl und hast sofort den Hund in der Hand. Wenn er nicht sofort alleine reagiert, dann sorgst du dafür, dass er sofort zu dir kommt. Sprich, in dem Fall ziehst du die Leine ran, holst ihn ran, blub, oder rein. So, dann lässt du ihn wieder meinetwegen mit der Schleppleine 5 Meter, 6 Meter vor, rufst ihn. Wenn er sofort kommt, Party essen. Wenn er nicht sofort kommt, ran. Kleinigkeit. Ja, also umso besser den Hund hört, umso größer ist die Belohnung. Wenn er jetzt nicht so auf Essen steht, find raus, auf was er steht. Ja, es kann Spielzeug sein, es kann die Interaktion mit dir sein, ja, da kann es ein kleines Spiel sein, du kannst ihn kuscheln, wuscheln, was er halt mag. Nicht alle mögen kuscheln, wuscheln und oder Spielzeuge, können mit dem Ball nichts anfangen, ja. Also, lern deinen Hund kennen, lern dich kennen und dann auch deine Reaktionsfähigkeit. Ist ein bisschen aufwendig, aber stell eine Kamera auf, ja, ein Handy und Stativ, film dich mal selber, film mal deinen Hund und schau mal, ob dein Timing überhaupt stimmt. Und jetzt sagst du, oh, ich will aber eigentlich ohne Leine trainieren. Also, erstmal fängt alles mit Leine an, ja, damit der Hund so eine Sicherheit hat. Dann kannst du natürlich auch die Leine weglassen, wenn du sagst, ja, mein Bauchgefühl sagt, es funktioniert schon, jetzt ist hier auch ein Feld und ich kann alles überblicken, da ist kein Wild, da ist keine Brut- und Setzzeit und da ist die Straße ganz weit weg. Ich probiere das einfach jetzt mal aus. Dann nimm deinen Partner mit, dein Partner hat den Hund an der Leine, du rennst weg, du rufst den Hund dann ganz wild, dein Partner lässt dann die Leine los und dein kleiner Hund darf dann blitzartig auf dich zurennen und bekommt eine Belohnung. Das macht dem Hund Spaß, er bekommt eine Belohnung, das macht dir Spaß. Also das ist auch eine tolle Sache. Einfach, der Hund, ja, kommt auf gar keine andere Idee, woanders hinzurennen. Also das wäre echt, also natürlich checkst du vorher ab, ja, wenn er jetzt irgendwie gerade irgendwo ein Reh im Wald steht, kann sein, dass er natürlich erst zu dir das Reh sieht und dann Arrivederci und goodbye, ne? Da musst du drauf achten. Am besten, wenn du kommst, geht da erstmal eine Runde spazieren, ein bisschen klatschen, ein bisschen rufen und dann hat sich auch der letzte Hase verpieselt und dann kannst du so eine Übung mal locker probieren. Mach das mal und das macht richtig Gaudi.
Und als kleinen Tipp noch, fang immer zu Hause an. Jetzt sagst du, oh, das hat gar keinen Platz, wie soll ich denn da das Rückruftraining machen? Mach eine Hausleine dran, wirklich 1 Meter reicht. Du hast ein bisschen Zeit, du setzt dich mal ein bisschen auf Fußboden und dann lass deinen Hund ein bisschen wuseln und holen ran. Ja, lass ein bisschen wuseln und holen ran. Und das machst du zu Hause. Und wenn es zu Hause gut funktioniert, im Garten. Wenn es im Garten gut funktioniert, ohne Ablenkung irgendwo draußen. Ja? Geh nicht gleich irgendwie mitten in the city und such dir irgendeinen Stadtpark oder Hundepark oder sonst irgendwas aus. Es muss wirklich reizarm sein. Mach's deinem Hund nicht schwer, mach's dir nicht schwer, denn wenn du gefrustet bist und dein Hund gefrustet ist, dann hat es überhaupt gar keinen Lernerfolg. Im Gegenteil, es wird einfach nur katastrophal und zum Schluss, ja, macht euch beiden keinen Spaß und da will keiner hin. Also fangen wir mal schön langsam an, erwarte von deinem Hund nicht zu viel. Und wenn er anfängt, sich zu kratzen, sich zu drehen, irgendwie, wo du denkst, oh, jetzt hat er Stress, hör auf. Und beende die Übung immer positiv. Also ruf nochmal ein letztes Mal, wenn du denkst, jetzt, okay, jetzt funktioniert's, belohne ihn super toll. Und dann mach einfach weiter mit dem, was du vorher gemacht hast. Aber lass dann auch kurz deinen Hund in Ruhe, weil ein Hund kann nicht lange lernen, ein Hund kann sich nicht lange konzentrieren. Und vor allem ein Welpe kann er schon mal gar nicht. Da übertreib nicht. 5 Minuten mehrmals am Tag sind besser als einmal 1 Stunde. 1 Stunde bringt überhaupt nichts. Nur mal so. Sorg auf jeden Fall dafür, dass dein Training immer Spaß macht. Nimm hochwertige Leckerlis mit. Da lassen sich die meisten Hunde sehr gerne drauf ein. Und wenn, wie mein Silver zum Beispiel, den Hund nicht so auf Futter abfährt, dann nimm bei Silver zum Beispiel so eine Zottelleine. Ja? Da kannst du, also hier so eine Zottelding da, da kannst du mit wegrennen, da kannst du mit wirbeln. Also er findet das total toll. Und wenn ich damit wegrenne, dann bin ich ja im Endeffekt die Beute, die er fangen will. Und mit dem Kommsignal, dann ist das 1:1. Und der Rückruf funktioniert besser. Dadurch funktioniert die Leinenführigkeit wieder besser. Der Hund ist gerne in deiner Nähe. Also das ist eine Kausalkette ohne Ende. Es gehört alles zusammen. Du kannst halt nicht immer nur die Leinenführigkeit trainieren, um so... Ich weiß, dass du das total gerne machst, aber es gehört einfach alles zusammen. Die Ruhe gehört zusammen. Die Frustrationstoleranz. Wenn dich das interessiert, schau gerne das nächste Video an. Ich würde mich freuen, wenn du einfach ein bisschen noch dran bleibst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da. Abonnier den Kanal, ist kostenlos für dich. Und bis zum nächsten Video. Ciao, bis DogmaTV.